Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der Map Kernstadt und ich bin der Shorty von der Test Area und ja, ich habe hier wie versprochen die Baumwollernte mal abgeschlossen. Und bevor es jetzt hier überhaupt weitergeht, also hier ist auf jeden Fall, wird hier Kalk benötigt. Ne? Da kommen wir nicht drum rum. Sehe ich aber auch nicht das Problem gerade. Ich sehe auch nicht das Problem gerade, dass wir dann die Baumwolle verkaufen und gucken, wie viel Kohle wir dafür kriegen. Ich will nur mal eben schauen über Global Company beim Futterwerk. So, Futterwerk ist hier. Übersichtsmenü öffnen. Schweinefutterproduktion. Wir brauchen Weizen. Weizen, Gerste oder Hafer. So, Weizenfeld haben wir schon mal. Dann brauchen wir Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen oder Hirse für Proteine. Ja. Was davon machen wir? Wir könnten jetzt Sonnenblumen nehmen, zum Beispiel. Oder wir nehmen Mais. Durch das Mais sparen wir uns Kartoffeln, Zucker, Rüben, Karotten. Mais oder Sonnenblumen? Also wir brauchen sowieso, ne? Das ist immer so schwierig. Okay, nein. Ich möchte, dass wir Mais ansehen. Hier. Genau. Weil der Ertrag von Mais ist gut genug, dass ich vermute, wenn wir hier Mais ansehen, dass wir dann nicht nur die Mischfutterfabrik. Naja, das Futterwerk für Schweinefutter, ne, versorgen können, sondern das auch noch vom Mais, was übrig bleibt für uns zum Verkauf. Also werden wir hier Mais ansehen. Dann müssen wir hier noch kalken und dann müssen wir hier noch drüber spritzen gegen Unkraut und nachdüngen auch noch. Herrje, jetzt gucken wir erstmal, wo wir den besten Preis für Baumwolle haben. Wollen wir doch mal sehen. Beim Landhandel. Na prima. Dich schicke ich jetzt hier erstmal zum Landhandel. Und da werden wir. Wir haben nicht viel, ne? Das sind nur 200, 268.275 Liter. Für so ein großes Feld ist das nichts. Das ist gar nichts. So. Was brauchen wir noch? Ich muss. Den schicke ich zum Hof. Der muss vom Feld runter. Ich muss dem Drescher einen Parkplatz zuweisen. Also geben, schaffen. Das werde ich auch tun. Allerdings habe ich nicht vor, den jetzt hier in diese große Lücke zu stellen, sondern in die kleine daneben. Die große Lücke wollte ich mir mal aufheben. Ich weiß noch nicht wofür, aber vom Gefühl her dachte ich mir, nee, komm. Wir parken den in die kleine Lücke, nicht in die große. Das Gute bei dem Drescher ist, die müssen nicht weit vorwärts fahren, weil die keinen Anhänger haben. Ich würde sagen, so. Ah, komm, einen noch. Jawohl. Und dann können die auch rückwärts, ne? Ich gucke, dass wir hier schön wieder die Mitte treffen. Tara effen, tüffen, treffen, trüttüffen. So. Bis hier. Ach, vielleicht geht noch ein Stück. Mal gucken. Bis da. So. Parken. Drescher 02. Erstellen. So, und natürlich dann auch vorwärts wieder raus, damit wir den aus der Garage raus zum Einsatz schicken können. Nope. Wunderbar. Jetzt habe ich aber immer noch keinen Parkplatz für den Pickup. Ich bin mir noch nicht so sicher, wo ich den hinstellen möchte, wisst ihr? Naja, ich lasse den mal hier stehen.
Jetzt kürzt er über den Hof ab. Nett. Sehr nett. Der kürzt über den Hof fahren ab hier. So, das kann aus. Dann können wir ja. Fahr du erstmal. Du kannst jetzt Feld 31 schon mal hinfahren. Du hast gleich noch zu tun. Sieht gut aus. Ich suche den Drescher. Da ist der Drescher. Ich werde den anhalten. So, dann gehen wir mal parken. Hof. Drescher 02. Habe ich jetzt nicht gefunden, ne? Hab jetzt geguckt, ein paar Mal. Also hat jetzt einen Moment gedauert, bis ich das in der Liste gefunden habe. Sollte auf jeden Fall klappen hier. Mache ich mir gerade wenig Sorgen. Oh. Ja. Oder auch nicht. Da muss ich nochmal gucken. Wenn das öfters passiert, kriegt der natürlich eine kleine Korrektur. Also nicht der Drescher, die Strecke. Gell? Jetzt die Sämaschine. Ach, die wird auch, du glaubst es nicht, ne? Wird auch wieder festhängen. Oder die steht da, wo sie stehen soll. Man weiß es nicht genau. Aber das mit dem Drescher passt schon, denke ich. Die Kurvenwendigkeit ist hier nicht so toll, wie sie sein könnte. Bei dem Drescher, der macht da Schwierigkeiten. Naja, egal. Warum gehst du nicht aus? Wir beobachten das. Wir beobachten das. Wir greifen da überall korrigierend ein. So, prima. Jetzt sind wir hier rechtzeitig da. Wir wollen hier jetzt die Baumwolle mal abkippen. Die fliegt nicht so im hohen Bogen. Ruckzuck rausgeschmissen. Und 835.000 Euro. Oh. Ja. Da hätte ich ja jetzt auch nicht mitgerechnet. Parken den Kipper jetzt weg. Wir kümmern uns jetzt um die Sämaschine. Ich würde die gerne hier rüberstellen. So. Und wir müssen hier mit scharfen Ecken und Kanten ansehen, damit das ordentlich wird, weil wir ja vorher eine fremde Frucht hier drauf hatten. Sonst gibt das arge Schwierigkeiten. Da ist noch ein Kurs drin, den wir nicht mehr brauchen. So, Feld 31. Ich würde sagen, zwei Vorgewinde. Scharfe Ecken und Kanten. Generiere Feldkurs. Da ja. Das wird dauern. Feld 31. Sehen 36 Meter. Wunderbar. Den können wir löschen hier. Den brauchen wir nie wieder. Ich hatte doch schon einen Ordner. Ja. Da ist schon ein Ordner angelegt für Feld 31. Da passt das super rein. Okay. Nein, das war verkehrt. Wir fahren jetzt einen Meter rückwärts. Wir müssen jetzt hier Mais ansehen. Muss ich auch Mais einstellen. Im Moment steht es noch auf Gras, Weizen, Gerste, Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais. So, erster Wegpunkt. Jetzt erfahren wir auch gleich, wie lange das Ganze dauert. Und danach müssen wir kalken. Danach müssen wir Pflanzenschutzmittel aufbringen. Danach müssen wir nachdüngen. So. Direktsaat ist eine wunderschöne Geschichte.
Ich denke, das wird hier ganz sauber laufen. 24 Minuten. Okay, sagen wir 25 Minuten. 25 Minuten dauert das Ansehen hier. Ach, und dann sind wir noch nicht fertig. Leute, das wird dauern heute. So, Schluck trinken. Aber ihr habt Glück, ne? Ihr müsst ja jetzt nicht die ganze Zeit zugucken. Das muss ja nur ich, oder? Ja, dann lassen wir das Ganze mal arbeiten, obwohl ich will mal eben schauen. Ja, der parkt sich hier ordentlich weg. Das wissen wir. Der Anhänger ist einfach toll, ne? Thunder, nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Mühe. Da hast du uns einen klasse Mod gebaut. Bin ich sehr zufrieden mit. Ich lasse den Pflug mal hier stehen. Den werden wir so oft jetzt nicht mehr brauchen. Ich muss mal auf Spurensuche gehen. Irgendwo haben wir ja den Kalkstreuer drin. Nö, hier ist er nicht. Ja, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, ne? Wo alles versteckt ist. Ach, und jetzt heiz ich hier mit dem John Deere wieder lang und ich muss aufpassen, dass ich den nicht wieder umkippe. Ne? Haben wir nur zwei Traktoren? Echt jetzt? Ja, nur zwei Traktoren? Nee. Ach, ich doof. Der dritte ist doch am Ansehen. Manchmal. So, Feld 31. Das ist der Kalkstreuer vom Arthur. 50 Meter Arbeitsbreite mit Kalk. 50 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Genau das richtige Gerät. Der Gerät, der wird niemals krank. Der Gerät braucht keine Urlaub. Der Gerät kann immer arbeiten. Der Gerät. Okay, dann lassen wir es erstmal fertig ansehen. Jetzt sind immerhin auch noch 26 Minuten und. Ich glaube, bei der Feldgröße. Ah, aber okay. Beim Ansehen kommt das schon hin. Da ist er schon so. 28 Minuten. Ha. Es ist, wie es ist. Wir sind auf den letzten Metern. Dann ist das mit dem Ansehen geschafft. Das war, ja, ne? Das hat gedauert. Dafür ist das Feld jetzt einmal ganz, ganz clean angesät mit Mais. Trotzdem, ja, bei den großen Feldern, es dauert unheimlich lange, ne? Ich werde, nee, 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 nee. Ich werde noch mal einen neuen Kurs erstellen zum Ansehen hier. Aber weil das Feld jetzt einmal clean ist, weich. Aber beim Ernten werde ich dann, obwohl lasse ich das so, nee, komm. Das spart eine Menge Zeit, wenn man weiche Kurven nimmt, ne? Minuten. Ach komm, wir lassen es so. Wir lassen es so. Wir haben hier angesät mit scharfen Ecken und Kanten. Das werden wir auch zukünftig machen. Ich packe jetzt mal die Sämaschine weg. Die Zeit werden wir später so oder so immer haben. Jetzt zum Kalken. Kalken, 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 Kalken. Wir müssen jetzt kalken. Dann müssen wir die beiden Feldspritzen, wenn wir mit Kalken fertig sind, hinterher schicken. Einmal Pflanzenschutz, einmal düngen. Wir haben Ingame 17,57. Ja.
Ne, das wird schon knapp werden. Hier, da ist schon wieder. Warum? Jetzt erkennt er den. Kalkstreuer. Schemidupi. So, 50 Meter bei 50 km/h. Mir wird ein Vorgewinde reichen. Feldkurs generieren. Ah, das geht relativ zügig, obwohl das große Felder sind, ne? Also wir haben hier eine Menge Felder, die es nicht nur zu erobern gilt, die es dann auch später zu bewirtschaften gilt, dass wir auch immer alle Rohstoffe einfahren, die wir brauchen für die Produktion oder für die Weiterverarbeitung. Mal gucken. Feld 31, Kalken. Nee, Kalken. Mit 50 Meter. 50 Meter haben wir doch. Klicken. Felder 31. Klicken. Wunderbärchen. Ja, jetzt fahren wir einen Meter zurück. Oder zwei oder drei. Ich steig mal kurz aus. So, es ist gedüngt. Es ist im Wachstum. Benötigt Kalk. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Wollen wir mal schauen. Und es geht los. Ja, normalerweise ist Kalken so eine Geschichte, ne? Für mich auch. Man kalkt ein Feld und dann wird entweder der Kalk untergepflügt oder untergegrubbert. Und nicht obendrauf und dann später mit Pflanzenschutzmittel drunter gewühlt, gespült. Aber ja. In dem Fall hier ist das so. Ich gucke jetzt mal eben, dass ich die Sämaschine ordentlich hier reinschiebe noch. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet, wie lange der Kalkstreuer brauchen würde. Aber 50 km/h, 50 Meter, da ist er auf jeden Fall schneller als hier unsere Sämaschine. Okay, ich greife da gleich ein. Das ist die Unkrautspritze. Die schicke ich schon mal zu Feld 1. Feld 31. Das ist die Düngerspritze. Die schicke ich gleich hinterher zu Feld 31. Die können ja aufgrund ihrer Beschaffenheit ruhig im Team quasi arbeiten. Da sparen wir auch eine Menge Geld. So, was sagt er? 14 Minuten und 30 noch. Na gucke. Na gucke. So, hier sind wir soweit. Wollen wir den mal ganz artig, ordentlich, dezent, na, wegparken. So. Und die Spritze steht da schon. Oh, die war aber schnell da. Wieso war die so schnell am Feld? Und wieso braucht der hier länger? Das war jetzt mal interessant, aber gut. Hoch die Schranke. Habe ich gut gemacht. Kann vom Hof aus direkt zum Feld. So, und ausschalten. So, jetzt ist da erstmal wieder Ruhe drin. Jetzt kalken wir die Geschichte erstmal fertig. Und wieder sind wir hier bei den letzten Metern. Dann ist fertig gekalkt. Ja, dann brauchen wir nur noch Pflanzenschutzmittel aufbringen und nachdüngen. Und dann ist das erledigt, ne? Mit dem Feld hier. Dann haben wir auch ein Maisfeld. Wir haben genug Geld für noch ein Feld. Wir könnten jetzt quasi weiter so machen. Noch ein Feld kaufen. Je nachdem, was auf dem Feld ist, abernten. Ich parke den mal weg. Und ist das der richtige? Ja. Und dann auf dem Feld das ansehen, was wir brauchen. Aber es ist, wie gesagt, schon wieder 18:14 Uhr in-game. Es wird bald dunkel. Und ich arbeite nicht gern im Dunkeln. Dementsprechend würde ich sagen, expandieren wir dann halt beim nächsten Mal weiter mit System.
So, hier auch hier nehme ich zwei Vorgewände. Feldkurs generieren. Oh, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber okay, wir haben es. Feld 31, Feldspritze mit 48,5 Meter. Speichern. So. Ja, wie gesagt, ne, ich arbeite LS19 im Dunkeln geht, ne? Aber es ist, nee, ich mag es halt nicht im Dunkeln. Das sind echt mal Ausnahmen. Also machen wir das dann am nächsten Tag quasi. So. Wir machen dann im nächsten Erntezyklus, dass wir weiter expandieren. So, jetzt wird der Kalk hier weggespült. Okay, das Tolle ist jetzt, ich kann jetzt gleich die zweite Feldspritze nehmen und kann sie hinterher schicken. Ich lasse mir jetzt bewusst ein bisschen Zeit, damit die erste Feldspritze ein bisschen Vorsprung bekommt. So, ich warte jetzt, bis sie da hinten abbiegt. So wie jetzt. Genau. Jetzt mache ich die an und lasse sie fahren. Ja. Prima. Jetzt kann ich auch mal gucken, was sagt er. 15, 16. 16 Minuten zum Nachdüngen. Alles klar. Wir sehen, dass das funktioniert, ne? Da, wo gedüngt wird, wird die Textur wieder ein bisschen dunkler als an der Stelle, wo Pflanzenschutzmittel ist. Und wenn ich runterspringe, sehen wir, ne? Wachstum gedüngt 100%, Unkraut 0, ist voll bekämpft. Es ist gekalkt, es wirkt. Es wirkt. So. Hier ist Pflanzenschutz in Action, hier ist Dünger in Action. Wir lassen es laufen. Wir sind ja dann auch gleich fertig, ne? Sind ja nur noch, ja, 16 Minuten, sagen wir mal grob. Hier rückt man sich schon wieder auf die Pelle gleich, also, ne? Aber es hat wunderbar geklappt, wie wir es von unseren Fahrzeugen gewohnt sind. Somit haben wir auch Mais angesät und das auf einem relativ großen Feld. Wie gesagt, das ist dann schieb, schieb, schieb. Na, 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 komm, lassen wir's. Lassen wir's. Das ist dann, wie gesagt, für die Schweinefutterproduktion, die ich jetzt als nächstes im Auge habe, um, was ist hier? Um hier effektiv, dauerhaft, das sah aber jetzt hier nicht so gesund aus, Geld zu verdienen. Probieren wir es nochmal, ob es dann anders aussieht. Sonst muss ich da auch nochmal was tun. Ja. Als eine Einnahmequelle, solange wie wir noch keine Schweine benutzen. Okay, die müssen einfach nur noch weggebracht werden. Wieder ordentlich einparken und all sowas. Ja gut, sauber machen, Reparatur, Wartungsarbeiten. Und dann sind wir soweit. Dann können wir jetzt vorspulen für den nächsten Erntezyklus. Ne? Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Wir wachsen und expandieren hier Schritt für Schritt. Geld haben wir ja genug. Passt auf euch auf. Bleibt zuversichtlich. Bleibt gesund. Ich war bin und bleibt der Shorty von der Test Area. Und damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.